Moin und herzlich willkommen hier zurück zum LS22 auf der schönen Nordermarsch. Ja, wie ihr seht, wir haben unsere Rübenernte abgeschlossen, so gut wie. Ich habe jetzt vorsichtshalber, was heißt vorsichtshalber, ich habe jetzt alles schon mal runtergeholt und möchte jetzt einmal abtanken, mit euch die letzte Tour selber fahren, wegfahren, so wie wir es auch beim anderen Feld gemacht haben. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Feld komplett runtergerodet habt, da oben verlinke ich es euch in der Uncut-Folge 46-47. Nicht ganz eine Stunde, irgendwie 50 Minuten, glaube ich. Gute 50 Minuten. Aber wir holen jetzt den Kollegen einmal ran. Das darf der dann nochmal selber machen. Ja, er blockiert da hinten alles. So, er fährt los. Ich muss ja noch drinnen sitzen bleiben. Ich kann aber eigentlich schon mal übernehmen. Würde ich sagen. Oh, ja. Motor starten. Einmal selber fahren. Den letzten Wagen machen wir natürlich selbst. Hat sehr gut geklappt. Weiß nicht, ob ihr es in der letzten Folge, ob ich schon erwähnt habe. Doch, habe ich. Der ist ja sonst immer da hinten so ein bisschen rumgefallen. So. Auf geht die. Wir müssen ja hier vorne. Wie gesagt, einmal zum Abtanken. Oh, hier stehen noch Rüben. Na, kommt egal. Lass ich jetzt. Müsste jetzt der auch gleich abgeschlossen sein. Mal gucken, wo ging das hier eigentlich rein? Nach vorne, ne? Boah, er muss aber ziehen. Soll er ja auch, ne? Soll er ja auch. Ja, da fahre ich einmal rum. Ich glaube, das ist hier Einbahnstraße. Oh, jetzt muss ich erstmal gucken. War das, wartet mal kurz. Ah, sind schon beide abgeschlossen. Okay. Wo hätte ich denn hingemusst? Ich glaube, ich hätte hier hingemusst, ne? Achso, warte mal. Ich kann das ja eigentlich, bis das hier stehen fällt. BGA 500. Ach, hier in die BGA. Zur BGA musste ich. Stimmt. Das ging dann ja hier über die Waage. Und dann. Glaube ich, da hinten hin, ne? Ich fahre mal so rum. Fahren wir mal so rum. Jo, was machen wir da als nächstes? Als nächstes schließen wir gleich hier die Aufträge ab. Schließen wir hier die Aufträge ab. Die beiden Erntedinger. Moin! Warum? Da war's. Ja, wir schließen ab und dann kaufen wir uns auf jeden Fall die Spritze mit dem Frontfass. Das ist drin, dann können wir auch Spritzaufträge machen. Wir können düngen, wir können Herbizid, das wollte ich ja sowieso machen. Ich denke noch ein bisschen Schweinefutter-Dings kaufen. So, gut.
Okay. Guti gut, dann schließen wir einmal das ab. Abschließen. Und wir machen hier abschließen. Sehr gut. Und wir sind dann bei 68.000 Leute. Das heißt, nein. Na, komm her. Im Sale wird nichts sein. Nein, natürlich nicht. Wir kaufen uns jetzt einmal die Spritze. Und zwar einmal den. Kaufen. Ja, okay. Wir kaufen die. Kaufen. Ja, okay. Was bleibt uns noch übrig? 28.896 würde ich jetzt auch erstmal so lassen wollen. Jo. Dich bringen wir dann mal selber nach Hause. Wo ging das raus hier? Fahren wir hier mal selbst nach Hause. Spritze würde ich dann tatsächlich mit dem Valtra machen. Und ich würde auch gleich erstmal losfahren. Auf Feld 83. Auf unser Feld 83. Und einmal Herbizid aus raushauen, damit wir das... Na, sagt mal schnell... Unkraut loswerden. Jetzt muss ich mal gucken, wo will ich eigentlich lang? Wo bin ich überhaupt? Da bin ich. Achso, einfach geradeaus. Okay, gut. Ja, genau. Da ist Unkraut loswerden. Das würde ich ja gerne noch vor dem Winter machen wollen. Und dann einmal gucken, dass ich... gedüngt kriege ich noch ein zweites Mal. Ich würde auch einmal Pflegebereifung für unseren Valtra kaufen wollen. Der sollte ja alles dementsprechend hinbekommen. Den benutzen wir dann halt so zum Spritzen und so. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Weil der fährt sich denn ja doch ganz gut. Weißt du was? Ich pack dich hier mal. Hier ist ja im Moment sowieso noch nichts. Dann wollte ich gerne noch mal eine Sache nachschauen. Und zwar, wo ich hier noch einmal rüberlaufe, zu unser Grasgedöns. Ja, wir hüpfen hier mal rüber. Die hüpft. Und zwar, guck mal, hier bin ich kalt, muss gepflügt werden, das ist alles klar. Ich hatte doch hier einmal irgendwo, aber das wird jetzt ja weg sein. Ja, das sieht ja ganz gut aus. Nö, da wo ich eigentlich mal... Also es geht jetzt eigentlich um dieses Teil. Das hatte ich ja schon in den anderen Folgen gesagt. Ich zeige euch das jetzt noch einmal. Wo wollte ich denn hin? Nee, du bist falsch. Nur für die, die es absolut noch nicht mitbekommen haben. Hier, dieses Teil. Grünlandpflege, sinnig oder nicht? Ah, Walzen, Wiesenwalzen und Schriegeln. Ich habe keine Ahnung. So, gut. Valtra. Valti, Valtra. So, dich brauche ich. Bist du... Ja, bist du. Dann holen wir mal erstmal parke ich das Ding hier. Ah, nicht zu dicht. Also Tierfutter und so müssen wir auf jeden Fall auch noch kaufen. Machen wir jetzt erstmal noch nicht. Okay. Frontgewicht hatte ich ja nicht dran, ne? Nein. So, Guti. Dann fahren wir einmal. Tank sieht gut aus. Fahren wir einmal zum Shop. Holen unsere Spritze, holen Herbizid. Und
können wir gerne auch noch einmal reingucken. Können wir gerne noch einmal reingucken, was die Aufträge sagen. Aber ich glaube, da war im Moment nichts. Ich bin mal gespannt, ob ich hier meine Tastaturbelegung noch mit den Section Control noch belegt habe. Halt, dass ich die abschalten kann, einzeln. Ah, denke, das können wir gut alleine machen. Muss ja auch mal langsam was passieren hier. Ich denke, das ist auch eine gute Anschaffung. Weil dann brauchen wir, wie gesagt, also wie ich in der letzten Folge schon gesagt habe, eigentlich nur noch eine Drille. Vielleicht ein Grubber. Nein, also eigentlich bräuchten wir auch noch einen Schlegel, aber ja gut. Nee, wie heißt das? Mulcher, kein Schlegel, Mulcher. Ja, und natürlich für Kartoffelbar, aber wir haben halt, denke ich denn schon mal, diese ganze Grundgeschichte dran. So. Ich denke, für unser Waltra ist das genau das Richtige. Ach nee, halt, stopp. Warte. Ich wollte für den Waltra ja noch einmal Pflegebereifung kaufen. Ich finde die Garage hier, die Werkstatt, auch sehr schön gemacht. Finde ich schon ganz cool. So, ich hoffe, die sind nicht ganz so teuer. Reifenvariante, Rad, Breitreifen, Breitreifengewicht, Pflegebereifung. Brauche ich höchstens 1000, das geht. Die anderen sind jetzt, kostet uns das ja auch nichts mehr. Die anderen lasse ich mal in unsere Werkstatt liefern. Dann gucken wir auch mal, dass ich dann nächstes Jahr auf jeden Fall, also In-Game-Schwung unser Dings abbezahlen kann. Und ja, ich weiß, also ich glaube, Zapfel ist ja nicht dran, nein. Ich meine ja, jetzt für die Wachstumsstufe, glaube ich, brauche ich keine Pflegebereifung. Ich mache es jetzt einfach, weil irgendwann werden wir sie brauchen und das ist mir wenigstens sicher. Für alle, die es nicht wissen, Pflegebereifung ist tatsächlich hier in dem Spiel sinnig. Und zwar aus dem Grund, weil ihr euch dann, wenn ihr mit Fruchtzerstörung fahrt, halt die nicht mehr kaputt fahrt. So, ich wollte einmal gucken. So, 83, warte mal, auf Unkraut. Wachstum, Bodenbeschaffung, Unkraut. Ja, haben wir hier tatsächlich. Ein bisschen haben wir, ist nicht viel. 83, was brauche ich denn für Herbizid? 982. Ist ja eigentlich sogar, ist ja eigentlich lächerlich, aber Palette, Flüssig, Dünger, Herbizid. Wie viel sind denn drin? 2000, da nehme ich ein. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied. Netzrollen, okay, Herbizid, Flüssigdünger. Dann nehmen wir hier, nehmen wir das. Kaufe ich mal eine? Kauf. Okay, hätte ich jetzt noch nicht mal am Frontfass gebraucht, aber was wir haben, haben wir, ne? Ja, doch. Wir schaffen ja bloß irgendwie 1200, genau. Und da schaffen wir, glaube ich, 1500. So, auf geht's. Wir fahren mal los. Na, wartet mal, ich möchte... Halt. Bleib mal hier. Na, ich mache einen Screenshot, mache hier auf dem Feld. Vor allem will ich gleich einmal gucken, dass ich alles hier richtig eingestellt habe. Oha. Ja, aber geht. Ich glaube, bei dem Waltra ist das hier schon ganz in Ordnung.
Jetzt muss man den Kurvenfahrten ein wenig aufpassen. So, hier ist dann... Unkraut ist tatsächlich ja nur hier, ne? Dann machen wir das auch nur hier. Ich meine, ich brauche ja nicht überall. Wie gesagt, als nächstes würde ich dann ja mal Dings nachgucken. So, dann wollen wir uns mal aufklappen. Muss ich nur noch wie immer die richtige Tastatur finden. Ey, der sieht mit dem Pflegebereifung total spattelig aus. Hurra! Mal ein anderes Bild. Mal ein anderes Bild aus der Rüben. Ich glaube so, oder? Was meint ihr? Ah, ich mach mal. Sieht schon gut aus. Ah, das gefällt mir ja fast besser. Sieht mir echt ein bisschen sehr klein aus, das Ding. Aber okay. Aber okay. So. Jetzt muss ich hier einmal reingucken. Hab ich das? Ja, hab ich. Und unten dann wieder dazu gepackt, ne? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, genau. Gut. Mach ich den erstmal weg. Dann mache ich... Arbeitsbreite 6 Meter und halte ich für ein Gerücht? Halte ich für ein Gerücht? Das wird ja mit Sicherheit um einiges mehr sein. Nee, da. Ja. Ah, 24 Meter. Aber es kann sein, wartet mal, wenn ich jetzt auf... Ja, höchstwahrscheinlich 6 Meter, wenn ich es zusammen mache. So, mach doch mal was. Das sieht gut aus. Da fahren wir aber noch ein Stückchen rüber. Okay. Ja, dann machen wir mal Attacke. Und an das Ganze. Da können wir auch ein bisschen tiefer gehen. Sehr geil. Sollte dann ja auch richtig gut funktionieren, ne? Das sollte doch dann laufen. Ja, ich weiß nicht, warum auf der anderen Seite hat es geklappt, da nicht. Aber guck mal, ich kann hier tatsächlich... Ich kann euch nicht mal sagen, ob das bringt das überhaupt was. Ja, guck mal, 1005 Liter die Minute, 18 Meter jetzt. Wir wollen ja mit dem Dünger gut ausharren, ne? Ich lasse das Menü mal auf. Wer das auch alles weggeht. Kann ich gleich die volle Breite nehmen. Ah, geil. Aber das, dann würde ich auch gleich einmal ausprobieren, ob wir damit düngen können jetzt. Weil uns fehlt ja noch eine Düngerstufe tatsächlich. Das hat ja jetzt die ganze Zeit irgendwie mit dem Dings nicht funktioniert. Warum auch immer. Warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen. So, Unkraut verschwinde nix. Das macht ja nix. Weil da sind die Anzeigen. Das läuft alles. Da auch. Ich weiß auch gar nicht, zieht der erst vom vorderen Punkt oder macht er das... Normalerweise kannst du ja von vorne nach hinten pumpen oder irgendwie sowas, ne? Ach ja, und ich möchte nur noch mal betonen, ne? Also wir spritzen hier kein Glyphosat oder wie das Zeug heißt. Nein, 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 das ist ja ein reines biologisches Herbizid. Na, also das könntet ihr rein theoretisch auch saufen, was wir hier spritzen.
Wollte ich nur mal dazu sagen, ne? Das ist Brennnesseljauche, Hülle. Obwohl, ist die nicht eigentlich zum Dünger oder zum Kaputtmachen? Ich weiß es gar nicht. Brennnesseljauche. Es gibt also ohne Scheiß, es gibt tatsächlich, kann man sich anmixen und das heißt Brennnesselgülle, glaube ich. Weil das echt stinkt. Aber ich kann euch echt nicht mehr sagen, wofür war das? Also es war biologisch und so kleingartenmäßig, meine ich. Und ich meine, das war das zum Düngen? Hatten die das für die Kartoffeln genommen? Ah, verdammt. Jetzt schmeiße ich wieder was raus und habe wieder keine Ahnung, ne? Das ist ja wieder typisch. Das ist ja wieder typisch. So, aber guck mal, hier kann ich auch wieder einmal... Das finde ich auch cool, dass sie es mit reingenommen gemacht haben hier. Okay, mehr kann ich leider nicht jetzt ausstellen, oder was? Doch, geht bestimmt. Naja, gut, lassen wir ruhig so. Einen Haufen haben wir jetzt, sparen wir ja schon mal ein. Aber sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, dann würde ich gleich das einmal nach Hause fahren. Dann kaufen wir uns Dünger, Flüssigdünger und dann probieren wir das mal aus. Und wenn das dann immer noch nicht geht, ja, dann bin ich raus, dann weiß ich es nicht. Dann probieren wir es im nächsten Jahr nochmal und ansonsten könnt ihr mir gerne reinschreiben, was ich da falsch mache. Aber wir testen gleich mal. Weil jetzt ist es ja auch rausgewachsen. Ich muss gleich mal gucken, auch Dünger, Wachstumsstufen. Das 4. Müsste ich ja eigentlich an den Farben sehen, ne? Sagt der, der eine Rot-Grün-Schwäche hat. Obwohl, ich habe ja hier Farbenblinden-Modus eingestellt. Weil ich wirklich sagen muss, das wollte ich ja eigentlich, wollten wir ja auch mal testen, ne? Wollte ich ja auch einmal gucken, ne? So, das war das schon mal. Ist doch cool. Sehr gut. Dann haben wir das auch abgefrühstückt. Ist sogar noch was drin. Das laden wir dann ab. Dann müssen wir auch mal wieder irgendwann mal Hof aufräumen machen, Leute. Ganz very wichtig, Hof aufräumen. So, ab nach Hus. Sehr schön. Herbizid, Unkraut ist weg. Du kannst hier rausfahren. Nee, du, doch. Doch, doch, doch. Joa, und wieder ein neues Teil. Schöne eine Spritze am Start. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Seht ihr, Treibhäuser wollten wir uns auch noch holen. Werde ich dann aber tatsächlich machen, wenn wir ein bisschen mehr Kohle haben. Sprich, wenn jetzt, wie gesagt, wir haben alle Geräte, alle wichtigen Geräte sind jetzt bei uns auf dem Hof. Würde ich sagen, bis auf die Drille. Die normale Drille. Wir haben ja bloß eine Einzelkorn-Drille. Wobei man eventuell überlegen sollte, die vielleicht zu verkaufen. Sich dafür eine normale Drille zu holen. Und Einzelkorn. Naja, Einzelkorn hat. Könnte man sich da eine kleinere holen, weil ich finde die schon ein bisschen OP. Wobei, ah nee, warte. Ja, doch, gut, wir haben ja alles an Düngerstreuer. Da mache ich eben Düngen dann eben hier entweder mit dem Wagen oder mit unserem großen Düngerstreuer oder hier mit dem Teil. Ne? Ich habe die andere, wollte ich ja nur gerne haben, weil die gleich Unterflurdünger schmeißt. Weil wir haben ja mit diesem Gras-Dings bumst, meine ich, konnte man da nicht auch Raps und sowas machen? Das hatte, war ja auch irgendwie so ein bisschen Einzug. Der ist ja nicht breit, aber wir haben jetzt ja auch noch nicht so breite Felder, ne? Ja, wir gucken gleich mal. Wir gucken gleich mal. Wir sind ja hier auf unserem Hof. So, wo packen wir das denn jetzt mal hin? Ich würde sagen, einmal oben entladen. Ah.
Ich schmeiß das einfach mal hier so hin. Da wird das der hoffentlich nicht stören. Wie gesagt, müssen wir nachher sowieso dann einmal... So, ist alles raus? Oder muss ich hier nochmal wechseln? So. Okay. Was wollte ich? Ich wollte hier einmal gucken. Weil das Ding ist schon nicht schlecht. Ist natürlich nur echt fett, ne? Ja, schaut mal, wir können Raps, könnten wir damit auch mal. Aber mit dem anderen können wir halt auch Mais, ne? Ja, ich glaube, wir behalten die. Ich meine, die haben wir voll für einen Schnapper gekriegt, Leute. Och, was soll das denn? Alter, wie geil hier, der Sirion. Echt jetzt? Ja, viel zu groß für uns. Natürlich viel zu groß. Lasst mich doch träumen. Mein Gott. Hier wieder. So, Dünger, ne? Flüssiges Dünger. Weil ich glaube, hier kriegen wir ja noch... Hallo, Schweinis! Moin! Ah, da müssen wir auch noch mal gucken. Da brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein bisschen Futter. So, würde ich sagen... ich kaufe wieder ein... Was kriegen wir hier rein? Ich glaube, 2000... warte, lass mich mal kurz gucken. Ich würde dann 2 Kanister, glaube ich, kaufen. Die kriegen es nicht ganz voll. Nee, hier wird es gar nicht hin, ne? Der Sack konnte... der konnte 1500 und der konnte 1200. Sind dann 2700. Mhm. Ja, passt auf, dann lasst uns doch einfach Flüssigdünger, Dünge. 2 Stück kaufen. Das kostet einer. Ich glaube, das reicht einer. So. Dann hoffe ich, also weg ist es ja nicht. Selbst wenn es jetzt nicht funktioniert, warum denn auch immer, weg ist es ja nicht. Und so große Felder haben wir noch nicht. Ich schätze, da wird dann auch früher oder später mal die Spritze, na, obwohl, warum, wenn uns die Felder zu groß sind, lasse ich ihn fahren, ne? Da fahren wir ja dann die Helfer am Start. Ja, guck mal, da laden wir jetzt noch einmal die Flüssigdünger, testen das einmal kurz an, eventuell in der nächsten Folge. Dass wir das dann in der nächsten Folge testen. Presse ich das noch rein? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube nicht. Nee, wir holen jetzt Flüssigdünger. Wir fahren zu Feld... Erster zu Feld 56 hoch. Das ist das kleinere. So, machst du erstmal hinten voll. Da passt ja 1200 rein. Ja. Gut, Leute. Dann fahren wir noch gemeinschaftlich zum Feld hoch. Das ist ja gleich da vorne. Ah ja, also es ist schon cool. Es ist schon cool, ne? Ich meine, auf der einen Seite steckt da so Liebe drin in so kleinen Details, wie jetzt zum Beispiel die Säule hier, die Flüssigkeitssäule hier vom Frontfass, was dann hoch und runter schwappst. Auf der anderen Seite habt ihr diese Spiegel hier. Er hat ja wieder was zu meckern. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, nächste Folge versuchen wir nochmal nach Düngen. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann gucken wir uns mal an, was uns hier so noch erwartet. Ne? Also, macht's gut, euer Maruk. Ciao, ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ach ja, Düngen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Naja.